Ja, habe die Ehre und herzlich willkommen bei Lens Playground. Wir sind zum vierten Mal unterwegs hier. Zum 31. Mal, nicht zum vierten, wieso sage ich vierten? Zum 31. Mal unterwegs im schönen Kyrat. Im Versuch, es zu befreien von dem verwanzten ehemaligen Freund unserer Mutter. Der behauptet, der rechtmäßige König hier zu sein. Dieses Snipergewehr gefällt mir durchaus. Das wollte ich nicht tun, aber das Spiel. Und wer bin ich, es besser zu wissen als die Spielmechanik? Das letzte Mal dachte ich, ich sei schon weitergekommen, als ich war. Und muss deswegen jetzt nochmal eine Episode heute dranlegen, die ich eigentlich dachte, nicht mehr zu... Oh yeah. Nicht mehr aufzunehmen heute. Nicht, dass ich sie nicht gerne aufnehme, aber ich wollte heute noch ein paar andere Spiele aufnehmen, deswegen ist das immer so eine Zeitfrage. Jedenfalls habe ich versucht, das letzte Mal mit dem schönen Jetski vorzugehen, denn war dazu aber nicht so ganz in der Lage. Weshalb ich dieses Mal wieder mit den klassischen Waffen einer Frau kämpfe. Was da ein leichtes Maschinengewehr darstellt. Du hast eine Granate? Ich habe ein Messer. Oh ja, wir fahren mit dem Auto. Mal schauen, ob ich das überlebe. Er sieht mich, aber das ist mir egal. Wie viele habe ich eigentlich schon überfahren? Noch nicht genug, glaube ich. Kommen wir da durch? Ja, bitte. Ja, bitte, habe ich gesagt. Komm, ich habe sogar bitte gesagt. Also ab dafür. Ja, die Laster wären natürlich ziemlich praktisch gewesen. Von daher, dass sie wohl ziemlich gepanzert, ziemlich viel stärker gepanzert sein sollten als ein Jeep oder ein Jetski. Aber so haben wir es ja auch runtergeschafft. Ja, unser Familienzuhause ist verlassen. Und das ist ein Platz, um zu reflektieren. Das war doch nicht History. Das war ganz neu. Aber Kyrat ist natürlich in meiner Schuld, das finde ich auch richtig. Okay. Texturfehler ein bisschen. Alright. Die Episode hat gerade erst begonnen mit dem Ende der letzten Herausforderung. Das heißt, ich mache noch ein bisschen mit euch. Schauen wir doch erstmal, was wir uns hier Schönes geben können. Bessere Body Armor gefällt mir schon mal sehr gut. Sway is greatly reduced gefällt mir auch sehr gut, aber können wir noch nicht machen. Können wir auch noch nicht machen. Wir können Explosivpfeile, Feuerpfeile kaufen. Das ist nicht schlecht. Das vergesse ich sowieso immer. Schneller rennen und schwimmen und länger unter Wasser atmen. Ach so, gut, das ist aber auch wieder eine Spritze. Die Spritze ist mir relativ wurscht, deswegen machen wir erstmal die passiven Sachen, bevor wir aktive machen. Und daraufhin werden wir uns wohin denn begeben? Schauen wir uns das doch mal kurz an. Was haben wir hier alles Schönes? Gibt es hier irgendwo einen Auftrag in der Nähe? Nein, das ist etwas, wo wir nicht hinwollen. Sehr schwer. Dort würde ich ganz gerne mal hin. Das heißt, wir werden uns das als Ziel setzen, uns hierhin teleportieren, schnell einkaufen gehen, uns von allen feiern lassen, dass wir so großartige Kunstretter-Kyrats sind. Und dann werde ich mir wahrscheinlich auch schon endlich was zu essen machen heute. Habe ich denn noch was da, womit ich meine schöne Fertigpizza tunen kann? Ich meine, Fertigpizza an sich ist schon nicht so schlimm, aber reicht mir meistens dann doch nicht. Neue Waffe, BZ-19. Neue Waffe. Welche auch immer, wahrscheinlich der Raketenwerfer. Was? Erstmal das. Der Raketenwerfer, dieser Granatwerfer und das neue Snipergewehr. War sonst noch was? Hier die Flare Gun wahrscheinlich.
Ah ja, okay, hier sehe ich, was ich unlocked habe. Die Z93, die ich customisieren kann. Habe ich die momentan drin? Ja, die habe ich momentan drin. Behalte ich mal, die fand ich eigentlich ziemlich cool. Er hat so ein 50-Kaliber-Dingens, genau. Bolt Action, hochgepowert. Kann durch Wände schießen, na, das ist sehr schön. Und große Gegner schießen. Was können wir in Sound Suppressor? Aber auf jeden Fall. Geld genug haben wir. Scope. High Power Scope oder Enhanced Scope? Was davon ist besser? Ein hochgepowertes? Oh, ja, das Enhanced ist natürlich besser. Ist gekauft. Und Magazine? Extended Magazine auf jeden Fall. Ist gekauft. Farbe müssen wir natürlich auch umändern. Wir können hier nicht standardmäßig rumrennen. Wer sind wir denn? Wir sind doch nicht stillos. Und die bescheuertste ist eindeutig hier diese Fierce Rote. Deswegen ist sie unsere. Dann schauen wir mal, ob wir bei den Signaturwaffen weitergekommen sind. Ich würde ja echt gerne den Ripper mitnehmen, der noch mal mächtiger ist als der Driller. Da kann ich leider die Farbe nicht ändern. Welche Waffe haben wir sonst gerade noch dabei? Die BZ-19? Ne, wir haben den Bogen dabei, genau. Den Recurve Bow. Na, den können wir doch auch mal ein bisschen aufrüsten. Ein Scope, aber bitte. Genauigkeit verbessert, Range verbessert. Range verbessert. Und die Farbe müssen wir natürlich auch ändern. Silber, Lila, Huntsman, Jägermann, Stalker, Granit oder Modern. Ich glaube, am coolsten ist Silber. Richtig schön düster. Haben wir damit die richtigen Waffen dabei? Wir haben eine automatische dabei, wir haben eine leise dabei. Wobei natürlich, aber die ist auch leise, das ist gut. Eine Scharfschützen. Naja, das passt mir schon. Was haben wir alles zu verkaufen? Ein Flash Drive mit CIA-Malware, aber wahrscheinlich eher Hardcore-Porno und Drogen. Ein Lapelpin, ein Satellitentelefon. Okay, der Satellit ist aber hinüber. Ja gut, wir verkaufen einfach alles zusammen. Sell all unusable loot. Crafting loot will be kept. Einwandfrei. Schneeleopard. Dole braucht man nicht. Haben wir alles, was wir brauchen. Das gefällt mir ziemlich gut. Wir können uns versuchen, dorthin aufzumachen, wohin wir uns aufmachen wollten. Wir müssen, bevor wir natürlich den Auftrag für, was heißt den Auftrag, das Lager vom Deplur platt machen können. Und das ist noch näher. Da wollen wir dann doch zuerst ran. Da gehen wir zuerst hier hin. Wir gehen erstmal hier hin, weil ich es gesagt habe, und danach dorthin. Weil ich es gesagt habe. Das ist die beste Begründung. Okay. Warum? Warum könnt ihr mir nie Hilfe schicken? Ihr seid echt gemein. Gib mir dein Auto. Gib mir dein Auto. Okay. Ja, beschwer dich halt auch noch, dass ich den Außenposten befreit habe. Oh nein, sie jagen mich. Ich habe Angst. Schau. Alright. Jetzt habe ich doch glatt gedacht, wir könnten ohne Ablenkung zu dem Ziel kommen, zu dem wir kommen wollen. Aber kurz gelacht. Wir dürfen erstmal Horden von Gegnern erlegen. Was bist denn du für einer? Warum greift ihr zuerst mich an? Ich bin eindeutig nicht der gefährlichste von allen. Würde ich behaupten. Und weil ich mich mitten in die angreifende Horde begebe, was ziemlich bescheuert ist. Aber meine Rüstung ist tatsächlich einiges besser geworden, glaube ich.
viel wie die jetzt hier gerade geschluckt hat? Alter, das hätte sie davor nicht gepackt. Das war es auf jeden Fall wert anzunehmen. Ich würde ja gerne auch die anderen noch verfolgen, die vom Angriff gerade fliehen. Weil ich es hasse, jemanden leben zu lassen, der versuchte, mich und meine Kollegen zu erlegen. Also vor allen Dingen meine Kollegen. Ich meine, dass man mich versucht zu erlegen, das kann ich schon nachvollziehen. Das kann ich eigentlich auch niemandem übel nehmen. Aber meine armen, unschuldigen Kollegen der Revolutionären Armee Kürats, dem Goldenen Pfad. Nee, das geht echt nicht. Das geht mal wirklich nicht, Jungs. Schnell wieder einkaufen. Ja, das waren die Götter, also die daran schuld waren. Was ist das eigentlich? Eine Assassination. Okay. Discreetly eliminate the commander. Remove his dog tags. Hide the body to cause chaos. Wird gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Wird gemacht. Also, wie gesagt, ablenken und so, ne? Passiert mir niemals. Wir verkaufen schnell alles, was wir gekriegt haben. Kaufen uns wieder Munition zurück und Erste Hilfe und Body Armor. Bevor wir uns die 400 Meter zu Fuß auf den Weg machen. Volldamage wäre mir auch noch recht. Ist das ein... das ist ein Geier. Ja, von euch hätte ich aber auch noch keine Federn. Also ich soll nicht entdeckt werden. Und krieg Bonuspunkte, wenn ich auch den Gegner versteck. Wenn ich natürlich die Elefanten da reinschicken würde, das wäre schon mal ein guter Plan. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich Elefanten wo rein schicke. Ich kann sie zwar reiten und ich kann sie auch anlocken, wenn ich einen habe, auch andere anlocken. Ich denke mal, da ist meine 50k eine gute Wahl für, oder? Ohne entdeckt zu werden in diesem Kloster. Das Kloster, was sie natürlich mitten auf dem einer Insel befindet, wo sie aus allen Richtungen heraus mich entdecken können. Ich aber irgendwie keine von ihnen entdecke. Außer einen einzigen Gegner, habe ich noch keinen taggen können. Und schon gar nicht den, den ich erlegen soll. Das wäre vielleicht gut von da oben, von dem Leuchtturm aus. Das ist sicherlich nicht der, den ich erlegen muss. Das ist einfach ein ganz normaler, simpler Fußsoldat. Schauen wir mal wieder das Hovercraft da drüben. Das sind wir ja bisher erst ein einziges Mal gefahren und das auch nicht besonders lange. Wieso wohl? Ich weiß es nicht. Ist es kein Hovercraft, ist ein Jetski? Aber haben wir, glaube ich, auch noch keins gehabt. Okay. Schleichen wollt ihr, willst du also für mir spielen? Ach, meine Güte. Wir werden erstmal die Glocke drehen. Upp. Gegner. Oder? Nein. Friedliche Kollegen. Mani Rat, ich klau dein Geld. Okay, ich habe immer noch nicht mehr Gegner entdecken können. Kann doch nicht sein, dass derjenige ist, den ich killen soll, oder? Der ist ein einfacher, verdammter Fußsoldat. Kammer Level 3 für... Achso, ja, fürs Drehen vom... Manerad. Manierad. Komm schon, Dämonenfisch, greif mich an. Ja, klar, ich soll die Kamera wieder ausstatten. Um rauszufinden, welcher der Gegner ist, den ich erlegen soll. Das kann doch nicht er sein.
ohne entdeckt zu werden. Hört ihr das? Da sind auf jeden Fall noch weitere. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nur den Commander ohne entdeckt zu werden killen muss. Und die anderen von anderen eventuell auch entdeckt werden kann. Das ist er. Sehr schön. Ja, dann probieren wir es doch erstmal mit einem Wildtier. Keine Tiere hier in der Nähe. Ach, die Musik kommt gut. Die Musik kommt richtig gut. Da ist noch einer. Ich bin mir sicher, dass deine Rüstung dir nichts helfen wird. Gegen eine 50 Kaliber Munition. Hab ich gesagt? Hilft ihm nichts. Ich mag meine 50 Kal. Was? Ernsthaft? Ach komm. Ernsthaft? Ach Mann. Das hat einfach noch nicht. Ich wollte ihn doch nur mit einem Takedown platt machen, aber leider habe ich zum falschen Zeitpunkt den Takedown-Knopf gedrückt. Er war noch nicht als aktiv angezeigt. Naja, okay. Auf jeden Fall ist das machbar. Erstmal zum Ziel gelangen. Dort alle vier Gegner taggen. Ich glaube aber, ich muss einfach alle vier erlegen. Es wäre natürlich jetzt gut gewesen, wenn ich davor noch eine andere schallgedämpfte Waffe mitgenommen hätte. Aber wäre gut gewesen. Ja, das bringt uns nicht besonders viel. Ich darf tatsächlich von niemandem gesehen werden. Das hasse ich. Ich hasse es. Aber es ist nun mal so. Und deshalb werde ich mich jetzt nicht großartig beschweren. Vielleicht erwischt mich ja noch mal hier so ein Dämonenfisch. Leider nicht. Wir schauen, wo wir am besten hochgelangen. Hier lang ist doch ganz in Ordnung. Weißt du was, Buddy? Du wünschst dir also, dass dich jemand erschießt? Was heißt denn hier Mörder? Mörderer. Genau, möchtest du ihn wirklich finden? Jetzt hast du ihn nämlich schon fast gefunden. Okay. Sie wissen zumindest, dass ich da bin, aber sie wissen noch nicht, wo ich bin. Ihr merkt, ich werde auch im echten Leben sehr still, wenn ich versuche zu stealthen. Ich weiß auch nicht, wie weit ich aus so einem Busch herausschauen darf, bevor ich als gesehen anerkannt werde. Da ist der Nächste, okay. Bitte tag ihn halt. Gut, wir haben ihn. Zumindest mal. Oh Gott, was war das? Zumindest wissen wir, wo er sich befindet. Aber nur er, er hat noch einen Buddy, das weiß ich. Es waren vier das letzte Mal. Ja gut, das heißt nicht, dass jetzt auch wieder vier sind, aber anzunehmen wäre es natürlich schon. Er ist auf jeden Fall erlegt. Jetzt ist nur noch er da, okay. Wäre schön, wenn ich wüsste, wo er ist, aber ich
habe ihn leider nicht getaggt. Jetzt kommt alles da drauf. Ah, nein! Ah, Gott verdammt, okay. Okay, wir müssen diese Episode einmal in der alten Tradition wieder mit einem Fail beenden. Schaut doch morgen zur 32. Episode wieder rein, wo ich das wieder versuchen werde. Beziehungsweise, ach, wisst ihr was, ich probiere das jetzt einfach nochmal schnell. Es kann doch nicht sein, dass der einen 50-Kaliber-Schuss ausgehalten hat. Entschuldigung. Oder waren da zwei Gepanzerte? Wahrscheinlich waren zwei Gepanzerte da. Der erste Gepanzerte war einfach noch nicht der, den ich erlegen musste. Gut, wir probieren das jetzt einfach nochmal halbwegs schnell. Mit unserer schönen 50-Kaliber. Nummer eins. Der andere ist hinter uns, okay. Komisch, dass er uns noch nicht gesehen hatte. Mhm, er ist hier und er ist aktiv. Nur. Okay, er ist down. Er ist down. Jetzt habt ihr noch einen Kumpel. Und der hat mir das letzte Mal schon das Genick gebrochen. Nur wo der ist. Ist das der hier? Ich glaube, er schläft. Er schlief. Er schlief. Gott, ist das schön. Okay, das ist mir ein Ende, was mir lieber ist. Bitte sag mir, dass es das Ende war und jetzt nicht doch noch mich irgendwo einer entdeckt, weil sich doch noch irgendwo einer versteckt. Nein, ich wollte sicherlich nicht eine bescheuerte AK haben. Ohne Attachments und ohne alles. Jetzt muss ich hier noch fliehen. Ohne entdeckt zu werden. Es wird am schnellsten hier hinten rumgehen. Und mit dem Fliehen kann ich mich von euch verabschieden. Lasst mir doch ein Like da, ein Abo oder auch immer gerne einen Kommentar. Ich freue mich über Kommunikation mit euch. Ansonsten macht's euch einen schönen Abend, Nacht oder Tag, wann auch immer ihr das hier schaut. Kommt morgen zur 32. Episode wieder. Ich würde mich freuen. Gehabt euch wohl.